Ja, hallo, ich bin's wieder, Michel, und heute habe ich wieder einen wunderschönen Link für die Storage Box und ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Ja, der heutige Link, den wir spielen, der ist in der E-Moll Pentatonic in der zweiten Lage. Zweite Lage bedeutet eigentlich nur, wir haben unseren Zeigefinger über den zweiten Bund. Ja, und der bedient auch nur den zweiten Bund jetzt. Dann unser Mittelfinger spielt nur den dritten, unser Ringfinger nur den vierten und der kleine Finger den fünften. Das gilt fürs Pattern jetzt genauso wie dann auch für den Lick. Okay, legen wir mal los. Das Muster oder der Lick, den ich dir jetzt zeige, ist in diesem Pattern. Ich spiele einmal das Pattern vor. E-Moll Pentatonic in der zweiten Lage. Okay, ja, Fingersatz dürfte ja damit klar sein, somit reicht es eigentlich, wenn ich jetzt nur noch die Bünde und die Töne ansage. Also es geht los im dritten Bund auf dem Ton G, auf der tiefen E-Seite. Dann gehen wir mit dem kleinen Finger auf den fünften Bund, den Ton A. Jetzt gehen wir auf die A-Seite, Ton B im zweiten Bund, also mit Zeigefinger. Und der Ton D im fünften Bund. Weiter geht's auf die D-Seite im zweiten Bund, der Ton E. Im fünften Bund der Ton G. Jetzt gehen wir auf die G-Seite im zweiten Bund der Ton A, im vierten der Ton B. Weiter geht's auf die B-Seite, da beginne ich jetzt mit dem zweiten Finger, ja. Im dritten Bund der Ton D und der kleine Finger spielt den fünften, den Ton E. Und dasselbe haben wir jetzt auf der hohen E-Seite, nämlich den dritten Bund, den Ton G und den fünften Bund, den Ton A. Okay, los geht's jetzt mit unserem kleinen Lick. Ich spiele mal vor. Das ist eigentlich die ganze Idee. Ja, ist so eine Vorwärtsbewegung, wieder zurück und dann nochmal Stub weiter nach vorne und dann wieder zurück. Ja? Dadurch wirkt es so ewig. Ja? Kann man schöne lange Läufe machen, ohne dass man eigentlich da wirklich komplizierte Sachen spielen muss. Okay, los geht's. Wir beginnen, spielen einfach mal die Pentatonik hoch vom Ton G. Also, dritter Bund E-Seite, fünfter Bund, jetzt gehen wir auf die A-Seite, zweiter und fünfter, ja, die ersten vier Töne. So, jetzt ziehe ich ab wieder auf den zweiten Bund von der A-Seite und spiele den fünften Bund wieder von der tiefen E-Seite. So, das ist der erste Teil und dann geht es wieder los vom dritten Bund, E-Seite, fünfter Bund, A-Seite, zweiter, fünfter und auf der D-Seite, zweiter und fünfter. So, jetzt ziehe ich wieder ab dem zweiten Bund von der D-Seite, ja, und spiele dann fünfter Bund A-Seite, zweiter Bund A-Seite, fünfter Bund tiefe E-Seite. So, und das ist eigentlich schon die ganze Lick-Idee, die dahinter steckt. So, jetzt gehe ich einfach nur eine Seite hoch. Ich beginne jetzt einfach auf der A-Seite und ziehe einfach meinen Lick so durch. Das heißt, ich spiele zweiten Bund, fünften Bund, zweiter Bund, fünfter Bund, D-Seite. Abziehen, wieder zurück auf die A-Seite im fünften. Ja. So, und dann spiele ich von der A-Seite über die D-Seite hoch bis zur G-Seite. Zweiter Bund, fünfter Bund, D-Seite, zweiter Bund, fünfter Bund. Und jetzt G-Seite, zweiter Bund, vierter Bund. Abziehen und wieder zurück. Fünfter Bund D-Seite, zweiter Bund D-Seite und fünfter Bund A-Seite. Ja, beide zusammen. Erstmal bei der E-Seite beginnen. So, A-Seite. So, weiter geht's über die D-Seite. D-Seite 2, 5 und jetzt G 2, 4. Abziehen, wieder auf den fünften Bund von der D-Seite. So, und jetzt ziehe ich von der D-Seite über die G-Seite bis zur B-Seite hoch. 2, 5, 2, 4 und 3, 5. Abziehen und wieder zurück bis zur D-Seite. So, und dasselbe jetzt. Also vom Pattern her. Von der G-Seite. Über die B-Seite. Abziehen, wieder zurück. Und jetzt von der G-Seite durchgezogen bis zur hohen E-Seite. Und wieder zurück. Ja? Heißt.
eigentlich eine wunderschöne Fingerübung, ja, und man bekommt auch gleichzeitig die Skalen ganz gut in die Finger, ja. Ja, das Ganze geht natürlich auch wunderbar in sämtlichen Patterns. Ihr könnt auch hier das Ganze spielen. Ja, und den nächsten. Das macht eigentlich auch wirklich Sinn. Man hat ein kleines Muster und mehr braucht es eigentlich auch nicht immer. Dann lernt man einfach nur seine fünf Patterns und dann spielt man das Ganze durch die fünf Patterns. Dadurch hat man eigentlich ein ideales Techniktraining. Man kann wunderbar sich auf Tempo trainieren. Der ganze Rhythmus ist in 16, man muss es halt dann richtig auszählen. Wenn ich jetzt hier nochmal 1E und D, 2E und D, 3E und D, 4E und D. Ja, dann 1E und D, 2E und D, 3E und D, 4E und D und so weiter. Ja. Mit Metronom langsam hochsteigen, das ganze Griffbrett durchspielen und sowas. Man kann die Kombination einfach auf drei Seiten lassen. Oh, Entschuldigung, nochmal. Ja. Und so weiter. Ja, und kann sich dann. Ja, kann man sich dann eigentlich alle möglichen Variationen da zusammenbauen. Ja, ich hoffe, ich konnte dir wieder ein paar tolle Tipps geben und ja, kannst ein bisschen was damit anfangen. Ich finde immer, man braucht eigentlich, wenn man so Technikübungen machen will oder sowas, gar nicht so wahnsinnig viel. Man braucht eine kleine Idee und man braucht dementsprechend die Skalen. Deswegen lohnt es sich auf alle Fälle, die Skalen auf der Gitarre ordentlich zu üben. Ja. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Wenn es dir gefallen hat, würde es mich freuen. Daumen nach oben und ja, teilen und so weiter. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin sage ich ciao, der Michel.